Hallo Freunde, willkommen bei Sascha and Bricks. Genau, ich bin's, der liebe Sascha, ganz genau. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's blendend, ja. Und ihr seht richtig, ja. Außer das Polizeifahrzeug von Lego seht ihr nichts. Kurz und knapp, ich will mich ganz entspannt mal all lieb bei euch bedanken für 206 Abonnenten, meine Freunde. Dafür erstmal vorab ein riesengroßes Dankeschön, meine Freunde. Also, ich habe damals mit 84 Abonnenten angefangen, mit diesem kleinen Video, mit diesem Lego-Set. Und hätte nie gedacht, dass ich heute wirklich mal jetzt hier sitzen kann und wirklich sage, ich habe jetzt schon fast über 206, also 206 Abonnenten. Also das hätte ich niemals, dann niemals damit gerechnet. Also ein riesengroßes Dankeschön vorab, meine Freunde, das mal dazu. Also ich bin immer noch sprachlos, wenn ich jeden Morgen mein Handy und meinen Laptop anmache und meine Zahlen mal checke und vor allem auch meine lieben Kommentare immer so lese. Irgendwas scheine ich ja wohl richtig zu machen. Also ich bin wirklich einfach nur dankbar. Dankbar an Leute wie Ben Bricks, Bricks Go Wild, an kleine YouTuber, auch an Leute wie Brick Story, die ab und zu noch mal ein Herzchen machen, ein Herz mal da lassen. So. Auch Leute wie Held der Stein, die mich aus diesem ganzen Zeug hier auch inspiriert haben. Dankbar auch an, das auch mal an YouTube eben, die ab und zu auch mal einem andere Kanäle vorschlagen, wie die Steinehexe. Und der Steinemeister, Mox Scout, nicht zu vergessen, der auch super Videos macht. An all die Leute, die meinen Kanal abonnieren, die auch meine Videos auch gucken. Auch Leute, die meinen Kanal deabonnieren. Nicht schlimm. Auch wirklich, und die lieben Kommentare. Ein riesengroßes Dankeschön dafür. Ganz genau das. Ich habe das schon mal so ein bisschen erwähnt, was in dem letzten Dankeschön-Video mit 130 Abonnenten, habe ich das auch schon mal erwähnt, dass das mit diesem Video angefangen hat, dass ich vorher noch andere Sachen gemacht habe. Den Kanal, das ist Welt, genau so ist es und so weiter. Wo ich verschiedene Sachen halt auch gemacht habe, schon mal ein bisschen erwähnt habe. Was halt auch irgendwie auch Spaß gemacht hat, was kommt man halt irgendwann als zu viel mit der Musik, mit den Reisen rund um den Video und so weiter und so fort, mit den Essensthemen und so weiter. Und ich einfach gemerkt habe, durch Zufall, durch den Held der Steine vor allen Dingen, auch Bricks vorbei und so, dass mir halt irgendwie Lego mehr Spaß macht. Ganz genau so ist es. Also hätte niemals in meinem Leben damit gerechnet. Diesen ganzen großen YouTubern, allen voran hier Brick Story und der Held der Steine, dass ich meinen kleinen, entspannten Platz zwischen euch allen da gefunden habe. Das ist ein riesengroßes Dankeschön dafür, muss man wirklich mal sagen. Wie gesagt, mit diesem ganz kleinen Video, mit diesem zufälligen Einkauf von diesem Lego-Video, da Lego-Polizeifahrzeug, hat das damals alles angefangen. Der Drogeriemarkt Müller damals ganz entspannt, da ich gedacht, komm, das nimmst du mal mit und baust das halt mal ganz entspannt auf. Und das habe ich auch gemerkt, dass mir halt Lego Spaß macht. Andere Themen haben mich damals auch Spaß gemacht, aber es war einfach irgendwann zu viel. Ich hätte niemals gedacht, dass ich wirklich mittlerweile heute bei 206 Abonnenten stehe. Da bin ich wirklich einfach nur sprachlos. Ganz genau so ist es. Und es ist wirklich so. Diese Community ist wirklich entspannt im Großen und Ganzen. Da es gab immer so Kontroversen hier und da. Diese ganze Thematik rund um Johnny's World. Das Thema für ihn halt gewesen. Andere Sache. Da gab es so faule Äpfel wie halt der Ruhrpott Blubberkerl, der Brick Channel Nummer 1 ist ja mittlerweile auch fort, aber im Großen und Ganzen muss man wirklich sagen, ist diese Community, diese Klemmerstein-Community, einfach nur respektvoll und lieb. Sagt der Helderstein, wir haben eine gruselige Community, ganz genau so ist es. Bei mir persönlich ist es ja egal, ob jemand Kader, Lego, Kobi aufbaut. Jeder soll machen, was er meint. Das ist zum Beispiel eine Prämisse, die ich halt immer wieder für mich halt auch gesagt habe. Wenn ich diesen Kanal mache, mache ich es richtig. Mit Anstand und Respekt. Ich gucke mir kleine Kanäle mal an, die mir vorgeschlagen werden und finde auch, was die da beispielsweise machen. Man vergisst auch mal ein bisschen mal ein paar Namen. Also nicht böse sein, wenn ich dann das in den einen oder anderen bei meinem Namen im Video hier vergessen habe. Ich habe immer gesagt, ich bin von meiner Mutter halt immer, von meiner Mutter so erzogen worden, Anstand und Respekt. Ganz genau. Was habe ich für dich denn davon, jetzt irgendwie wie der Ruhrpott Blubberkopter irgendwie gegen Held der Steine zu schießen? Oder gegen irgendwelche anderen? Nein. Ich habe gesagt, die machen alle super Videos. Egal wer es ist, Mockstar. Es ist immer interessant, wenn man mal so Mockstar so vorstellt. Oder wie die Bandbricks zum Beispiel, der mittlerweile ein sehr großes Lego-Netzwerk mittlerweile auch für sich auch halt eben hat und sehr viele Leute auch noch kennt und sehr viele interessante Sachen halt eben auch macht. Oder auch die Frau Baustein mittlerweile, die auch sehr tollen, interessanten Stil hat, die halt auch da sehr neutral an die Sets halt eben rangehen oder
die Steinhexe zum Beispiel. Oder halt auch der Steinemeister. Oder auch halt auf Instagram zum Beispiel. Meine lieben Freunde hier von Typo mit ihrer lieben Katze zum Beispiel, Bumba oder Pumba, die auch ihre Livestreams da auf Instagram zum Beispiel machen. Finde ich alles toll, was da so abgeht. Also, das habe ich immer gesagt, Anstand und Respekt. Und ich gönne auch jedem den Erfolg. Ich habe immer gesagt, es wird immer bei mir ein Kanal, wenn ich da manchmal dran denke, immer in die Abspannbox gepackt. Das tut doch keinem weh, mal ein Abo da zu lassen. Ich finde es auch nicht schlimm, was geniales Tuning zum Beispiel macht. Der direkt so sagt, Schuld, dass ich mich ein bisschen hart reiße, aber wäre schon sehr nett, wenn du mir ein Abo da lassen würdest. Finde ich nicht schlimm. Finde ich gut. Mein Gott, offen und ehrlich. Ich werde auch schon mal hier bei dieser Community auch mal diskutieren kann. Man kann auch mal hitzig diskutieren. Aber bei uns ist immer noch relativ im Rahmen. Nicht wie halt der Blubberkopf aus dem Ruhrpott, der Brick Talk Vogel Nummer 1. Ist keine Beleidigung, aber solche Leute haben in dieser Community einfach nichts verloren. Ich darf mal meine Meinung sagen, es tut mir einfach leid. Der hätte so viel draus machen können, aber das ist ein anderes Thema. Okay. Jetzt ist folgendermaßen, was wird demnächst noch passieren? Klar, das Set habe ich euch vorgestellt. Da werde ich euch mal was erzählen. Mit meinem Einkaufvideo. Es wird zwei Videos zu meinem Einkauf halt geben. Genau. Habt ihr jetzt vor kurzem mal gesehen. Punkt ist, es kommt immer jetzt ein Video in der Woche. Das reicht mir, weil da habe ich immer genug Zeit und Vorlauf, mir neue Sets zu besorgen. Oder mal zu gucken, was es für Sets ist, die ich hier besorgen kann, was mich mal interessieren würde. Und ihr habt vor allen Dingen direkt mal Ruhe und könnt in Ruhe dieses Video schön einmal durchgucken. Ihr könnt auch gerne die alten Videos, meinen alten Kanalnamen gerne gucken. Und nicht wundern, ich sitze immer noch im Schlafanzug, ich sitze halt im Schlafanzug. Aber man lernt halt immer dazu und man wächst halt eben noch da mal weiter. Ganz genau so ist es. Ja. Wie gesagt, einmal die Woche kommt ein Video. Das ist weiterhin Fakt. Auf Instagram kommen so, wenn ich das zeitliche Lust dazu, Zeit und Lust fallen habe, alle 14 Tage mal ein Livestream, weil ich einfach es manchmal noch mal schöner finde, die Sets für mich mal aufzubauen und dann vorzustellen. So kleine Sachen zum Beispiel, die wird es jetzt beim Kanal auch auf der zwischendurch mal geben, vielleicht ist es weniger Polizei. Ob ich jetzt so spezielle Sachen wie zum Beispiel jetzt die neue Burg da vorstelle, muss ich mal gucken von Creator 3 in 1, von Lego. Muss ich mal gucken, ob ich da dran komme. Also wie gesagt, einmal die Woche gibt es ein Video. Vielleicht auch wenn es jetzt hier zum Beispiel mal zwei war. Aber einmal die Woche gibt es ein Video und alle 14 Tage, wenn ich das zeitlich schaffe, mal ein Livestream. Genauso ist es. So, dann der Gaming-Kanal, der wird nur sporadisch mal so ein bisschen behandelt. Da wird jetzt nicht mehr so viel, jetzt nicht so viel passieren. Twitch zum Beispiel wird nicht sehr groß passieren, weil ich einfach diese Videos nicht abgespeichert bekomme. Es tut mir einfach leid, das klappt bei mir irgendwie nicht. Da bin ich so blöd dafür, keine Ahnung. Genau, da bist du halt eben auch Bescheid. Dann wird es in der nächsten Zeit auch was geben. Da bin ich meiner lieben Arbeitskollegin noch ein bisschen was am Basteln. Sie hat gesagt, warte mal bis Juli, ob das so funktioniert, wie ich das dann will. Dann werde ich vielleicht so ein kleines eigenes Merch auf den Markt werfen. Nicht mit Logo und nicht mit allem, sondern mit so ganz normalen Schriften, mit ganz normalen Sprüchen halt eben. Brick is my life, wenn das so klappt. Brick time, sowas in der Richtung. Mit so einzelnen Sprüchen, wo es halt eben um Klemmbausteine, wo du steckst in der Klemme zum Beispiel, sowas in der Richtung. Keine Lego, keine Logos, damit mir keiner was kann, damit ich nicht auch abgemahnt werde. Das wird es vielleicht in der Richtung geben. Ich muss jetzt mal gucken, wie das ist noch nicht spruchreif, wie das dann funktioniert. Genau. Wenn das dann so klappt, wie ich das haben will, gehen dann wahrscheinlich diese ganzen Einnahmen so fast 100% an irgendwelche karitativen Einrichtungen. Aber es ist noch nicht spruchreif, wie gesagt. Es ist immer so ein kleiner Teaser, damit ihr Bescheid wisst, wenn dann irgendwas mal, ich das mal bewundert, wenn ich dann irgendwann mal so einen Link dann mal auf eine Website halt eben packe und dann da irgendwas ist, ihr euch dann wundert. Aber wie gesagt, ist noch nicht spruchreif. Das ist so das Nächste, was halt eben nur passieren könnte. Einen dicken, großen Fragezeichen. Genau. Aber sonst bleibt mein Kanal weiterhin so, wie er ist. Ich suche mir die Sets aus, wo ich da halt eben Spaß dran habe, was mich interessiert. Und das stelle ich mal dann mal vor. Ihr könnt mir auch gerne mal weiter auch mal so ein paar Ideen schicken, was mal interessant wäre. Wo nicht gerade unbedingt Lego-Technik. Wo vielleicht gerade Star Wars, aber so andere Sets aus dem Alltagsbereich könnt ihr mir gerne mal ruhig mal was schicken, was wir mal angucken können, was mal interessant wäre. Ganz genau so ist es. So. Ich habe schlicht einen Trick. Genau.
Deine Website läuft ja auch anscheinend ganz gut. Gehst ja auch hier mit auf einem Kanal verlinken, wie sie die ganzen sozialen Kanäle, wisst ihr auch Bescheid. Die wird sich nicht groß ändern, dann werde ich ab und zu mal das aktuellste Video mal da hochladen, wenn das irgendwie klappt. Und ab und zu mal so ein paar aktuellere Bilder von meinem Regal zum Beispiel oder von anderen Sets zum Beispiel mal hochladen, damit ich da auch mal ein bisschen, vielleicht mal ein paar Leute mal ein bisschen erreiche, die halt eben kein Abo bei mir haben, die halt auch vielleicht kein YouTube gucken und sowas in der Richtung, aber auch trotzdem Bock haben, sich das mal anzugucken irgendwie. Das ganz genau. Ja. Und vorab. Jedes Video ist von dem ersten Video, vom letzten Video, ab diesem Video immer bis heute mit dem Dauerwerbesendungsbutton gekennzeichnet. Das ist einfach nur eine rechtliche Geschichte. Ich verdiene zwar mit diesem Kanal offiziell kein Geld. Das wisst ihr. Es ist ein Hobby. Was in den nächsten Jahren passiert, kann ja keiner wissen. Vielleicht mache ich mich mal selbstständig mit der Firma, keine Ahnung. Vielleicht passiert was ganz anderes aus einer ganz anderen Richtung, keine Ahnung. Aber dann bin ich dann rechtlich abgesichert, dann kann mir offiziell keiner erstmal was. Ganz genau so ist es. Ich habe auch meine E-Mail-Adresse auch auf meiner Website angegeben. Da könnt ihr mich dann auch offiziell kontaktieren. Genau so ist es. Also, das war es im Grunde. Ist das Rundum-Paket? Habe ich irgendwas vergessen? Nein. Also, wie gesagt, von ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr meine Videos immer so schön guckt, meine Freunde. Und vor allem jetzt immer so Respekt mir begegnet, meine Freunde. Genau so ist es, weil. Ich denke mal, wenn ich den Leuten Respekt zurückgehe, kann ich ja noch erwarten, dass da noch was zurückkommt. Ganz genau so ist es. Welche Sets in der nächsten Zeit noch kommen werden, habt ihr ja schon ein bisschen gesehen mit dem letzten Einkauf. Ganz genau. Ob vielleicht noch ein bisschen mehr kommt, mal sehen. Vielleicht mache ich auch demnächst mal was anderes. Auf dem Kanal noch ein bisschen was mehr. Mal sehen. Irgendwie, wie mich an dem gefällt. Aber Lego, wie gesagt, bleibt doch weiterhin mein Kernprodukt. Vielleicht. Kommt doch mal an die Fremdfirmen heran, wie Tada und Co., dass ich da vielleicht mal gucken kann, was kein Lego ist, ist natürlich klar. Und dann mal sehen, ob ich dann mal da so separate Videos zu mache. Muss man dann mal schauen. So ist das, Freunde. Genau. Ich sage nochmal ein riesengroßes Dankeschön, dass ihr alle meine Videos guckt. Und nochmal ein riesengroßes Dankeschön an all die großen YouTuber, die in der Kleinbaustadt unterwegs sind. Dass sie mich alle mit Anstand und Respekt behandeln, dass ich wirklich mit meinem kleinen Kanal wirklich irgendwie die Leute doch irgendwo erreiche. Das muss man wirklich mal so sagen. Wie gesagt, die Leute weiterhin so freundlich zu mir, auch den anderen Lego-Kollegen. Schaut doch gerne mal bei meinen anderen Kollegen von mir so gerne mal vorbei. Gerne auf jeden Fall. Boxkraut und Co., wie ich schon dich eben so ein bisschen erwähnt habe. Und auch die Brick Lady zum Beispiel. Und vor allen Dingen, gebt von Schwuppelköpfen wie dem Brick Talk Channel One, der Mist labert und auch, wie ich immer wieder sage, Hetze und bösartige Kommentare keine Chance auf dieser Plattform. Weil diese Community, sage ich immer wieder, bleibt freundlich. Das ist der Teil der Steine, es ist im Grunde kuschelig. Genau. Es ist auch egal, wer hier was aufbaut, ob der eine Lego aufbaut, der eine Kader aufbaut, der nächste wieder was anderes macht. Das ist doch Jacke. Hose. Genau. Also Galama, Galama, Galama. Ihr wisst das ja. Das ist mein Anspruch. Das kann man verlangen. Wer auch nicht. Okay. Freunde, bis dann mal ein riesengroßes, dickes, fettes Dankeschön, meine Freunde, für 206 Abonnenten, meine Freunde. Einfach nur der Hammer. Also, ich habe mit 4 Abonnenten angefangen und habe jetzt so viel erreicht. Also. Es können immer gern noch mehr werden, bin ich immer dankbar. Immer nette Kommentare schreiben, wunderbar. Okay, Freunde, genug geredet. Dann wünsche ich euch einen schönen Morgen mit oder Abend, meine Freunde. Das war's mal gut, Sascha von Sascha and Bricks. Und denkt dran, wir bleiben noch gesund, wir haben immer noch Corona. Falls jemand interessiert, ich bin mittlerweile auch das erste Mal geimpft. Meine Freunde, und wie gesagt, geht alle entspannt, Respekt miteinander, voll miteinander um. Ganz genauso ist es. Wieder nochmal riesengroßes Dankeschön für 206 Abonnenten, meine Freunde. Oh hey, bis dann. Tschüss!